Heute Abend ist für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft der Startschuss in den heissen Olympia-Winter gefallen. Im Rahmen des Nations Cup, dem früheren Deutschland Cup, muss der Trainer Ralf Krüger den Kreis von diesen Spielern einengen, die dann zu Turin um Olympiamedaillen sollen kämpfen. Das Spiel zwischen der Schweiz und Team Kanada haben wir Ihnen bereits heute Abend live gezeigt. Dani Bolliger noch einmal mit den wichtigsten Szenen. Die Schweizer starteten aggressiv und mit viel Körpereinsatz. Matthias Seger im Speziellen übertrieb es dann aber ein wenig und musste für 2 Minuten auf die Strafbank. Keine Minute später hielt Steve Hirschi Dale McTavish fest. Der Lugano-Spieler musste neben Seger Platz nehmen. Doppelte Überzahl für das Team Kanada. Die beste Chance bot sich Eric Landry. Aber Marco Bührer reagierte hervorragend und aus der Parade entwickelte sich ein Gegenangriff. Seger direkt von der Strafbank, scheiterte aber am kanadischen Torhüter Jeff Mond. In den nächsten 10 Minuten verlief die Partie ausgeglichen. Dann nahm Glenn Metropolit Anlauf. Und der Lugano-Kanadier zeigte, warum er als bester Spieler außerhalb der NHL gilt. Metropolit kurfte über das ganze Feld und ließ mit seinem verdeckten Schuss Marco Bührer keine Chance. 1:0 in der 17. Minute für das Team Kanada. Die Schweizer ließen sich durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und checkten weiter konsequent vor. Fischer und Lem fighteten und Sandy Chanel traf zum 1:1, keine Minute nach dem kanadischen Treffer. Schanne hatte die Scheibe nicht richtig getroffen, aber irgendwie holperte sie trotzdem über die Linie. Das Spiel war im ersten Drittel intensiv, aber für die Musik sorgte ein anderer. Dem Hallenstadionpublikum gefiel das gar nicht. Ab dem zweiten Drittel blieb das Piano darum stumm. Dafür versuchte sich Marcel Jenny als Alleinunterhalter. Dem Klotener gelang es aber nicht, sein Solo erfolgreich abzuschließen. Kurz vor Drittelsende dann die Schweiz mit einem Mann mehr, aber die Kanadier mit einer Top-Chance. Dale McTavish's Hammerschuss landete am Pfosten. Glück für die Schweiz, aber Freude kam nach 40 Minuten trotzdem noch keine auf. Das Team von Ralf Krüger konnte aber gleich weiter Powerplay trainieren. In der 53. Minute durften die Schweizer sogar mit 5 gegen 3 antreten. Aber weder Patalini noch Seger gelang es, Jeff Mond zu bezwingen. Sekunden vor Ende des dritten Drittels hielt Steinecker Elsen regelwidrig zurück. Der Berner saß darum zu Beginn der Verlängerung auf der Strafbank. Ned Dominichelli nutzte dies zur Entscheidung aus. 2:1 für das Team Kanada in der 2. Minute der Verlängerung. Aber nicht Dominichelli hatte die Scheibe die entscheidende Richtung gegeben, sondern der Schlittschuh von Blindenbacher. Die Schweiz verlor unglücklich gegen das Team Kanada mit 1:2.